Hallihallo und moinsen zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Tour durch die Unterwasserwelt des Plan- und Eibsees. Im Moment sind wir im Plansee an einer Art Mangrovenwald. Zumindest hängen hier die Bäume ins Wasser. Bessere Mangroven kriegt man in Deutschland nicht, aber ich bin ein riesiger Fan von Mangroven, deshalb schwimme ich hier gerade rum. Hier im Plansee gibt es nicht so viele Fische. Dafür aber richtig, richtig viele Flusskrebse. Die wurden hier nämlich von einer Uni in der Umgebung gezüchtet und ausgesetzt. Hier haben wir jetzt einen Ast im Wasser, der auch mit Pflanzen bewachsen ist, also mit Blättern bewachsen ist und ein paar Algen dran sind. Ich glaube, der ist umgefallen, aber nicht ganz gestorben. Deshalb wächst hier immer noch was dran. Meine Mutter ist sehr schreckhaft, hier der Beweis. Und zwar ist sie hier erschrocken vor einem gewissen pinken Blob von Blüte von dieser Pflanze hier. Wir regen uns im Hintergrund ein bisschen wieder weiter drüber auf, dass er da gerade erschrocken ist. Ist aber auch gruselig. Du drehst dich um, auf einmal ist ein pinker Blob in deinem Gesicht, der aussieht wie ein Pompom vom Cheerleading. Wir drehen uns gleich nochmal um und da zeige ich euch auch bald einen dieser Flusskrebse, von denen ich geredet habe. Die sind ziemlich klein, so circa 5 cm würde ich sagen. Und richtig gefährlich, eigentlich nicht. Aber hier seht ihr ihn gleich. Erstmal zeige ich nochmal den Blob. Und hier unten sitzt dieser Flusskrebs. So sehen die aus. Die sind so beige, ich wackel sehr. Und ich halte da gerade meinen Finger hin. Macht das nicht, denn... er hat mich gekniffen. Es tut mehr weh, als ihr denkt. Es tut richtig weh, wenn der einen kneift. Und beim Tauchen findet man auch viel Müll. Auch zum Beispiel einen riesigen Karabiner. Das ist jetzt kein Müll. Ich mag Karabiner. Der ist cool. Oder auch eine gigantische Schraube, die so lang ist wie mein Unterarm. Die haben wir unter so einer Art Bootshaus gefunden. Hier haben wir einen Flusskrebs bei Nacht. Der krabbelt hier rum. Bei Nacht sind die nämlich viel aktiver. Und da sind auch viel mehr davon unterwegs. Die mögen nämlich das Tageslicht und Menschen nicht. Ha, genau so wie ich. Deshalb bin ich die ganze Zeit in meinem Zimmer und schneide YouTube-Videos. Haha. Da unten ist auch noch ein kleinerer oranger Flusskrebs, der hier wegkrabbelt. Da seht ihr ihn. Ich habe ihn jetzt erst entdeckt. Und wir gehen gleich wieder zurück zu unserem größeren Exemplar hier unten. Die laufen da wirklich in der Nacht überall lang. Hebt auch einfach mal ab und zu ein paar Steine auf. Ja, hoch. Darunter findet ihr die nämlich bestimmt. Und hier bei Nacht rumschwimmen ist auf jeden Fall auch cool, wenn ihr eben die Flusskrebse finden wollt. Zum Beispiel, wie auch hier, versteckt sich einer in seinem Steinloch. Da ganz hinten drin. Versteckt sich hier vor mir, dem Tageslicht und den Leuten. Obwohl es eigentlich schon nachts ist, aber er versteckt sich noch. Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn nicht drauf bekommen. Ich habe ihn scheinbar doch relativ gut drauf bekommen. Hallo. Die verstecken sich nämlich den ganzen Tag lang in ihren Höhlen. Die mögen nämlich, ja, wie gesagt, keine Menschen und kein Licht. Und das ist so ziemlich das einzige Tier, was es hier in diesem See gibt, abgesehen von ein paar winzigen Fischen. Aber sehr cool sind sie trotzdem. Gleich zieht er sich nochmal weiter nach hinten in seine Höhle, in seine Höhle zurück. Zack. Und er ist gegangen. Im nächsten Clip sind wir an den Stuibenfällen, immer noch in Österreich. Und hier gehe ich jetzt unter Wasser bei so einem Baum. Dieses Wasser ist extrem klar und es gibt ein paar Leute, und zwar ein paar Canyoninger, die hier mit Neoprenanzügen an den Felsen rumklettern und dann runterspringen. Durch einen Wasserfall, nicht durch einen Wasserfall, neben einem Wasserfall runterspringen. Es gibt hier ein paar Fische, so ein paar kleine schwarz und weiß gestreifte, die ihr hier auch sehen könnt in dem Clip. Ich finde es hier wirklich wunderschön. Jeder einzelne See, jedes einzelne Gewässer, in dem ich hier war, an dem ich hier war, war richtig schön klar. Alles. Auch irgendwelche Regenpfützen sind trotzdem klar. Auch wenn man reintritt, sind die wieder klar. Nach 5 Sekunden. Hier sind wir jetzt bei extremem Nebel am Eibsee. Und ich sag euch, in diesem See gibt es viel mehr Fische als im Plansee. Und zwar schwimme ich hier gerade rum. Wir sehen auch bald schon die ersten Fische. Aber das ist erstmal eine Ente. Die sehen von unten sehr lustig aus. Und oben seht ihr kurz ihren Kopf. Hier seht ihr auch genauso klar wie der
Plansee. Aber es gibt hier sehr viel mehr Bäume, die auf dem Boden rumwachsen. Nee, rumliegen. An denen sich die Fische halt mega gerne verstecken. Deshalb gibt es hier wahrscheinlich auch mehr Fische an sich. Und es gibt hier auch noch besondere Flusskrebse. Die zeige ich euch aber später noch. Hier haben wir weiterhin diese Bäume im Wasser. Und hier haben wir auch gleich unsere ersten Fische. Ihr müsst ganz genau hinschauen. Die vertanen sich logischerweise. Die sind alle beige. Aber da ist schon einer, der wegschwimmt. Und noch einer. Also Plansee eher nicht, wenn ihr keine Fische sehen wollt. Dann ist es schön. Aber im Eibsee gibt es viel mehr Fische. Hier haben wir wieder so Bäume im Wasser. Wie gesagt, perfekt für Fische. Deshalb ist der Eibsee besser. Meiner Meinung nach. Und ich war hier auch nur an einem Tag. Das heißt, wenn man da an noch verschiedenen Stellen taucht, sieht man da viel mehr und viel besonderere Fische. Als nur, wenn man hier taucht. Ich bin ja hier nur in einer Bucht getaucht. War auch sehr lustig. Es hat irgendwie draußen, außerhalb vom Wasser, 15 Grad. Die Leute schauen uns die ganze Zeit so an. Wir stehen da so rum, ziehen uns um, gehen gerade ins Wasser. Und die Leute schauen sich so an, schauen uns so an. Was machen die da? Die gehen ins Wasser. Es hat doch 15 Grad. Hä? Und auch ohne Neoprenanzug und so. Aber das Wasser hatte 20 Grad. Das Wasser hatte 5 Grad mehr als die Luft. Weil das Wasser eben viel, viel langsamer abkühlt. Hier haben wir wieder einen kleinen Fischwarm. Wieder an einem Baum. Da habt ihr den Beweis, die schwimmen immer an den Bäumen rum. Ich liebe diesen See so sehr. Hier habt ihr nochmal, ich glaube, ein paar Baby-Flussbarsche. Die irgendwie so aussehen, als würden sie laggen, weil sie ab und zu einfach stehen bleiben, wie in einem Videospiel. Laufen zwei, schwimmen 2 Meter, bleib stehen. Schwimmen wieder 2 Meter. Und hier gibt es auch diese besonderen Flusskrebse. Die sind jetzt anstatt 5 cm wie im Plansee 15 cm groß oder 10 bis 15. Dieser hier ist jetzt rot und mit blauen Augen. Rot mit blauen Augen und ein paar blauen Stellen an den Scheren. Von dem will ich auch nicht gekniffen werden. Das tut wahrscheinlich nochmal doppelt so viel weh, wie wenn man von so einem Mini-Krebs gebissen wird. Gekniffen. Der sitzt hier einfach in seiner Felshöhle. Auf den hat mich meine Mutter hingewiesen. Und die gibt's auch noch in Blau. Davon habe ich auch noch 2 gefilmt. Ihr müsst ihr vielleicht ein bisschen euren Kopf drehen, weil ich mit der Kamera da sonst nicht reingekommen bin in seine Höhle. Aber die sind so cool da. Die sehen einfach viel krasser aus als im Plansee. Das ist so cool. Und der verkriecht sich jetzt gerade einfach nochmal weiter in seine Höhle rein. Und tschüss. Hier gibt es auch Schleien im Eibsee. Das ist diese eine grüne Fisch, den ihr da unten ganz kurz gesehen habt. Hier, die sind grünlich mit schwarz bis blauen Flossen und manche haben einen schwarzen Punkt. Die sehen ein bisschen aus wie Karpfen. Die hatte ich auch in einem meiner Videos bei den neuen und schnellen Karpfen im See. Hatte ich die auch schon gezeigt. Da wusste ich aber noch nicht, dass es eine Schleie ist. Das sind auch die einzigen großen Fische, die ich bis jetzt hier in diesen beiden Seen gesehen habe. Eibsee ist in Deutschland, Plansee ist in Österreich. Und hier haben wir auch schon die erste Tauchattraktion, also die erste Flaschentauchattraktion. Und zwar ein versunkenes Fischerboot, zu dem ich hier gerade runtertauche. Aber ich bin hier nicht mit der Flasche unterwegs, ich schnorchel hier nur. Und da dauert es allein schon 20 Sekunden, das ist fürs Tauchen lang, nach unten zu tauchen, diese 4 Meter. Aber hier hat mich meine Mutter auf einen weiteren Flusskrebs hingewiesen, der hier unten auf dem Boden sitzt. Ein neuer roter, der hier rumschwimmt und mich bedroht. Aber mal wieder muss ich wieder hochtauchen, um zu atmen, weil der richtig weit unten war. Aber ich weiß nicht warum, aber der ist einfach ganz offen rumgelaufen, so komplett ohne jegliches Versteck. Hatte scheinbar keine Angst vor irgendwas. Cooler Flusskrebs, sehr nett. Hier haben wir wieder mehrere kleine Fische, ihr seht schon. Wenn ihr euch die vorigen Clips mal damit vergleicht hier, dann sind hier viel mehr Fische als sonst. Und da hinten ist ein Steingebilde, in dem sich ein Fischwarm versteckt, den ich hier gerade gleich aufstören werde. Und zwar kommen da auch immer mehr Fische zwischen den Steinen hervor, müsst ihr mal drauf achten. Da sind jetzt so 2, 3. Auf einmal kommt von da rechts noch einer, da von oben kommt einer, von unten kommt nochmal einer. Die sehen aus wie ganz, ganz, ganz junge Baby-Flussbarsche. Wenn ihr euch damit auskennt, dann korrigiert mich hier mal, falls ich falsch liege. Aber das ist einfach so cool, hier rumzuschwimmen. Und hier gibt es auch richtig viele, wie gesagt,
Bäume. Immer an die Bäume runtertauchen, da verstecken sich meistens sehr viele Fische. In dem Fall hier jetzt nicht, aber es sieht trotzdem sehr, sehr, sehr schön aus. Wenn man an so einem Baum einfach rumschwimmt, der hier im Wasser liegt und der halt komplett mit Algen bewachsen ist. Und hier steckt einfach so eine Flasche zwischen zwei Steinen. Ich ziehe sie kurz raus. Die war sogar noch zu, da war einfach nur Luft drin. Ich weiß nicht warum. Und hier haben wir einen blauen Riesenflusskrebs, der sich jetzt hier direkt in sein Loch zurückzieht. Mit roten Scheren, blauem Körper und die Scheren sind auch oben rot. Oben blau. Und man sieht noch ein bisschen seine Scheren hier durchschimmern in seinem Loch. Aber wir kriegen gleich im nächsten Clip noch eine viel bessere Ansicht von diesem Fisch. Fisch. Ja. Yeah. Mhm. Ja. Yeah. Flusskrebs. Auf jeden Fall ein Fisch. Hm. Danke, ich kann hier reden. Und zwar sitzt er hier schon, da bin ich auch nur mit dem Selfie-Stick gerade hingegangen. Der ist blau, sein Schwanz ist ein bisschen rot und die Unterseite von seinen Federn auch. Der hat auch wieder rot-blaue Augen. Der sieht so extrem cool aus und eine von diesen Frames hier werde ich auf jeden Fall als Thumbnail verwenden. Dann denken die Leute, ach komm, das kann doch gar nicht sein. Aber dann ist es tatsächlich im Video und zwar genau hier. Wenn man denen zu nahe kommt, ziehen sie sich eher meistens zurück, anstatt zuzuschlagen oder zuzukneifen. Genau, und zwar hier macht er seinen Abgang. Zack. Und hier kriegt ihr mal ein Close-up von so einer Schleie. Die hier sieht jetzt etwas brauner aus. Eigentlich sind die ziemlich grün und haben rote Augen, wie ihr gerade gesehen habt. Hier schwimmt sie aber kurz nochmal in verschwommenen Hintergrund rein. Gleich seht ihr sie aber nochmal besser. Ich habe die für eine ziemliche Weile verfolgt. Die schwimmt hier am Boden lang. Ich kann aber auf der Kamera nicht ganz gut sehen, ob sie jetzt drauf ist. Deshalb filme ich ein bisschen zu weit nach vorne. Jetzt schwimmt sie wieder ins Bild. Hier waren sogar auch zwei Quallen, glaube ich. Quallen, Schleien in diesem Clip drin. Und zwar müsste bald die zweite hinzukommen. Aber hier kriegt ihr nochmal die eine von einem Close-Up. Und da hinten ist eine etwas grünere zweite. Und auf der einen Seite hatte sie einen dunklen Punkt am Anfang der Schwanzflosse. Und hier schwimmen sie gerade zu zweit vor mir weg. Warum schwimmen Fische immer vor mir weg? Aber diese Fische tatsächlich, diese Schleien am Alpsee sind viel, viel gechillter als irgendein anderer Fisch, den ich je bemerkt habe. Außer vielleicht einem Baller, die hängen immer nur an der Wasseroberfläche oder an der Algenoberfläche. Aber die hier schwimmen tatsächlich erst weg, wenn man ihnen viel zu nahe kommt. Aber dann sind sie mega schnell. Aber hier beende ich auch das Video mit einer weiteren Schleie und meinem Fazit. Und zwar, den Plansee kann ich nicht so sehr empfehlen, außer wenn ihr nur klares Wasser sehen wollt, weil da gibt es nicht viele Fische. Nachts lohnt sich's aber nur für... Nachts lohnt sich's auch nur für Flusskrebse. In beiden Seen gibt es Tauchattraktionen für Leute, die mit Flaschen tauchen. Aber im Alpsee gibt es viel mehr Fische und auch größere Fische, wie man hier sieht. Wie man hier sieht, die Schleie. Also Plansee eher nicht. Alpsee gibt es viele Fische. Also, das war's mit dieser wunderbaren Dokumentation im TikTok-Stil. Tschüssikowski, Schluss im Bus und ab. Spaß!